Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem Thema Ich höre wohl nicht recht. Neue Behandlungsmöglichkeiten für schwerhörige Menschen oder Menschen mit Hörverlust. Es gibt ja so viele schwerhörige Menschen. Ich habe mal nachgelesen, circa 14 Millionen gibt es in Deutschland, die entweder schwerhörig sind oder einen Hörverlust haben. Und das macht Folgen. Bei den Kindern zum Beispiel kann das zu Sprachentwicklungsstörungen führen und bei den Erwachsenen zu Kommunikationsproblemen bis zur Vereinsamung. Das muss aber gar nicht sein, weil es ja heute sehr viele und auch individuelle Möglichkeiten gibt, um diese Krankheit zu behandeln. Darüber wollen wir heute sprechen, darüber wollen wir heute hören. Und dazu habe ich Ihnen Experten eingeladen, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Ich fange mal mit der Dame in Rosé an. Das ist Frau Professor Dr. Bockmühl. Sie ist Direktorin der HNO-Klinik der Gesundheit Nordhessen hier im Klinikum Kassel. Neben ihr sitzt Dr. Guido Reetz. Er ist Audiologe und wird Ihnen gleich erklären, was so ein Audiologe eigentlich macht und was das ist. Und Sie sehen in der Mitte Martina Heise-Tonicke. Sie ist ja die Redakteurin und Moderatorin des heutigen Abends, Redakteurin der HNA und schon bekannt Ihnen durch die Tätigkeit hier als Moderatorin. Neben Martina Heise-Tonicke darf ich herzlich begrüßen Herrn Kuhhaupt, André Kuhhaupt. Er ist Hörgeräteakustikermeister und wird auch gleich erzählen, wo er arbeitet und was er so macht. Last but not least darf ich begrüßen Lutz Michael Schäfer. Er war ja schon ein paar Mal hier bei unseren Veranstaltungen. Er ist auch HNO-Arzt, niedergelassen und operiert aber auch. Da wird er sicher auch vielleicht das eine oder andere zu sagen wissen. Wir haben ja immer auch Betroffene dabei und die sitzen jetzt nun nicht da oben wie sonst, sondern sitzen hier unten und werden, wenn gleich Fragen gestellt werden, sich auch nach vorne begeben und sich zeigen. Ich darf recht herzlich begrüßen Frau Marika Zufall. Sie hat ein Cochlea-Implantat und ist Leiterin der Selbsthilfegruppe im Verband Hörgeschädigter Kassel e.V. Aber auch begrüßen möchte ich jemand anderes aus einer anderen Selbsthilfegruppe, und zwar Ellen Greve mit ihrem Sohn Roman. Sie ist in der Selbsthilfegruppe der Eltern hörgeschädigter Kinder. Hört her. Ich darf mich bei Ihnen, sehr geehrte Experten, schon mal vorab bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie uns hier weiterbilden. Ich darf mich aber auch schon mal bedanken bei unseren Gebärdendolmetscherinnen. Sie sind ja auch jedes Mal dabei und auch sehr wichtig hier für unsere Sendung. Darf mich bedanken bei der Patenschaftskrankenkasse der BKK Henschel Plus. Und darf mich auch bedanken bei der Firma Clip Media, die wie immer unsere Sendung aufzeichnet, sodass Sie am Wochenende die Sendung schon im Internet sehen können und am nächsten Dienstag zur gleichen Sendezeit wie heute Abend die Sendung auch sehen können im offenen Kanal. Vielen Dank auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die KISS und alle Helfer, die jetzt hier alles sehr gut und schön vorbereitet haben. Ja, schönen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche Ihnen jetzt gute neue Erkenntnisse und auch das Zutrauen, dass Sie gleich, wenn die Referate vorbei sind, auch selber Fragen stellen können. Tun Sie das ruhig. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Muss ich mich erstmal sortieren? Guten Abend auch von hier oben. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind, vor allem bei dem schönen Wetter. Ja, ich hoffe, dass das jetzt, wir haben hier so eine ganz tolle neue Anlage, vorhin hat die komische Geräusche gemacht, jetzt sollte sie aber hoffentlich gut funktionieren und ja, und uns den ganzen Abend hoffentlich treu begleiten. Doch, Sie gucken zuversichtlich.
Ja, wir haben jetzt erstmal einen Vortrag geplant, um in das Thema einzusteigen, Schwerhörigkeit, Hörverlust, Ursachen, aber auch Behandlungsmöglichkeiten. Und Frau Professor Bockmühl, da haben Sie uns was vorbereitet. Ja, gut, okay, es geht. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Müller, herzlichen Dank für die Einladung, heute hier mitwirken zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich natürlich, Ihnen allen so ein bisschen etwas über die Schwerhörigkeit, über die Ursachen, über mögliche Therapien erzählen zu können. Und damit wollen wir auch gleich in medias res gehen und anfangen. Warum das so wichtig ist, richtig hören zu können, sagt eigentlich schon ein Ausspruch, den Immanuel Kant vor über 100 Jahren schon gesagt hat: nicht sehen trennt von den Dingen, nicht hören trennt von den Menschen. Und das bezeichnet eigentlich schon, dass man in außerordentliche Kommunikationsschwierigkeiten kommt, wenn man nicht richtig hören kann. Nicht sehen, kann man trotzdem noch mit jemandem sich unterhalten. Wenn man nicht hört, sitzt man in einer Runde und weiß nicht, was gesprochen wird und weiß nicht, über wen die anderen reden, was sie reden, und fühlt sich doch ausgegrenzt, obwohl man sehen kann. Und insofern ist fast das Nicht-Hören-Können die schlimmere dieser Sinneserkrankungen. Wie hört man eigentlich? Das ist ja eine Voraussetzung, um verstehen zu können, was kann man vielleicht machen, wenn man nicht richtig hört. Sie sehen hier das Ohr an sich. Das äußere Ohr bezeichnet die Ohrmuschel und den Gehörgang bis zum Trommelfell. Und das Mittelohr bezeichnet alles, was sich hinter dem Trommelfell befindet, die Gehörknöchelchen bis zum Eingang zum Innenohr. Und das Innenohr bezeichnet die Hörschnecke mit den Hörzellen und dann den Fasern des Hörnerven, die dann die Information zum Gehirn leiten. Dementsprechend, der Anatomie entsprechend, kann man verschiedene Arten von Schwerhörigkeit haben. Man kann eine sogenannte Schallleitungsschwerhörigkeit haben. Das ist eine Schwerhörigkeit, die sich bis zu dem Punkt, wo der Schall auf das Innenohr übertragen wird, befindet. Die Ursache befindet sich also entweder im äußeren Gehörgang, im Trommelfell oder in den Gehörknöchelchen. Die zweite große Art der Schwerhörigkeit ist die sogenannte Schallempfindungsschwerhörigkeit. Damit sind all die Schwerhörigkeiten gemeint, deren Ursache sich im Bereich der Schnecke befindet oder im Bereich des Hörnerven oder im Bereich des Gehirns, die eine ganz andere Schwerhörigkeit ist und auch andere therapeutische Konsequenzen hat. Was können die Ursachen sein für diese beiden großen Arten von Schwerhörigkeiten? Habe ich Ihnen mal exemplarisch ein paar aufgeschrieben. Das können also Fehlbildungen sein für die Schallleitungsschwierigkeit, die sich vor allen Dingen im Bereich der Gehörknöchelchen befinden, Flüssigkeit im Mittelohr, Verknöcherungen der Gehörknöchelchen, ein Loch im Trommelfell wie bei akuten oder chronischen Mittelohrentzündungen. Es können aber auch Tumoren sein. Für die Schallempfindungsschwierigkeit sind das unter Umständen angeborene Fehlbildungen, Hörstürze, Knalltrauma, gutartige Tumoren im Bereich des Hörnerven oder auch Veränderungen im Bereich des Gehirns. Was kann man nun machen? Wie kann man das Gehör wiederherstellen, wenn man eine dieser beiden Schwerhörigkeitsarten hat? Da gibt es traditionell verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen hier auch einmal exemplarisch aufgegliedert habe. Das ist zum einen die große Gruppe der Hörgeräte, kennen Sie alle. Damit kann man Mittelohrschwerhörigkeiten genauso wie Innenohrschwerhörigkeiten therapieren. Das sind dann die zweite Gruppe, die hörverbessernden Operationen, die sich vor allen Dingen bei entzündlichen oder auch nicht entzündlichen Mittelohrerkrankungen anwenden lassen. Und die dritte große Gruppe sind die implantierbaren elektronischen Hörhilfen, die also dann zum Einsatz kommen, wenn Innenohrschäden oder Taubheit vorliegen. Ausgenommen jetzt von der Therapie oder der Wiederherstellung sind jetzt mal konservative Therapien, also wie zum Beispiel eine Infusionstherapie, ist hier auch heute Abend nicht Thema dieser Diskussion. Wir wollen ein paar dieser
Erkrankung ein bisschen näher beleuchten. Und als erstes mal entzündliche Mittelohrerkrankung. Das kann so aussehen wie hier. Das kann also ein Loch im Trommelfell sein. Das kann ein sogenanntes Cholesteatom sein, also eine Knocheneiterung. Und was man dann macht, ist, dass man dieses saniert, sagen wir, das heißt in Ordnung bringt und die Gehörknöchelchenkette wieder aufbaut. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten des Ersatzes von Gehörknöchelchen. Das heißt also, man hat heute verschiedene Arten von Titan-Gehörknöchelchenprothesen, die man dann zwischen beispielsweise das Innenohr und das Trommelfell oder zwischen verschiedene Gehörknöchelchen interponiert und dann die Schallleitungskette wiederherstellt und dann kann der Patient wieder normal oder annähernd normal hören. Die zweite Art von Mittelohrerkrankungen sind die nicht entzündlichen Mittelohrerkrankungen. Dafür möchte ich Ihnen auch ein Beispiel nennen. Das ist die Otosklerose, eine typische Erkrankung, bei der ein Gehörknöchelchen versteift, und zwar die Fußplatte am Übergang zum Innenohr. Da bildet sich Knochen und dann kann dieses Gehörknöchelchen nicht mehr richtig schwingen und man bekommt eine Schwerhörigkeit, die so aussieht. In einem Hörtest, in einem sogenannten Audiogramm, findet man die obere Kurve für die Innenohrhörfähigkeit und die untere Kurve für die Schallleitungsschwerhörigkeit. Und diese Differenz ist die Differenz, die zustande kommt, weil das Gehörknöchelchen nicht mehr richtig schwingen kann. Was macht man? So sieht das intraoperativ aus, wenn man das sich anguckt, in etwas größerer Vergrößerung. Man nimmt dieses Gehörknöchelchen heraus, macht ein Loch in die Fußplatte und setzt ein künstliches, auch wieder Titan-Gehörknöchelchen ein. Und im besten Fall, zeige ich Ihnen gleich, wie das aussehen wird, aber noch einmal vorher, wie groß das eigentlich nur ist, oder damit Sie einen Überblick bekommen, wie klein solche Gehörknöchelchen sind. Die sind also, der Steigbügel ist kleiner als die Kuppe eines Streichholzes. Und dann können Sie ermessen, wie diffizil dann auch so manche Ohroperation ist. Und im besten Fall kann man dann mit einer solchen Operation das Hörvermögen wieder komplett normalisieren, wie Sie hier sehen. Das war der Zustand vor der Operation, nach der Operation und der Patient kann dann wieder normal hören. Und als dritte, bin ich zu schnell oder geht? Als drittes wollen wir uns heute Abend, und das exemplarisch etwas näher, mit den elektronischen oder implantierbaren Hörhilfen beschäftigen, die insbesondere bei Innenohrschäden oder Taubheit zum Einsatz kommen. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge implantierbarer Hörsysteme, die habe ich auch hier ein bisschen aufgegliedert, damit Sie einen Überblick bekommen, was dort alles existiert. Wir haben auf der einen Seite sogenannte Knochenleitungshörgeräte. Diese kann man implantieren, entweder nur mit einer Schraube oder ein ganzes Gerät. Dann haben wir die sogenannten aktiven Mittelohrimplantate oder die akustische Cochlea-Stimulation. Da gibt es inzwischen Implantate, die kann man voll implantieren und teilimplantierbare Implantate. Und als dritte große Gruppe haben wir die Hörnervenimplantate. Und das sind diejenigen, die Cochlea-Implantate, die heute in vieler Munde sind, die sich letztlich als Nervenimplantate darstellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, direkt auch das Gehirn zu stimulieren, wobei das eine Art ist, eine Weiterentwicklung im Grunde genommen, die lange nicht so ausgereift ist, leider, wie das Cochlea-Implantat und nur speziellen Patienten, für spezielle Patienten angewendet wird. Wie funktioniert ein sogenanntes Cochlea-Implantat? Das ist im Grunde genommen die einzige Prothese, die ein Sinnesorgan ersetzen kann. Das heißt also, man ersetzt damit die Hörschnecke, indem man einen Draht in die Hörschnecke einführt, der sich entsprechend in der Flüssigkeit der Schnecke bis in Richtung Spitze hineindreht. Dieser Draht hat Elektroden und über diese Elektroden wird dann der Hörnerv direkt stimuliert. Das heißt also, man braucht keine funktionierende Schnecke, sondern praktisch die Information wird direkt an den Hörnerven gegeben.
Für wen kommt so ein Cochlea-Implantat in Frage? Das sind zum einen, und das ist die größte Gruppe eigentlich, die Kinder mit angeborener Taubheit, die also, wenn sie dieses nicht bekommen könnten oder würden, eine Gebärdensprache oder in der taubstummen Gesellschaft groß werden würden. Über das Cochlea-Implantat ist es ihnen möglich, Sprache zu erlernen und in der hörenden Gesellschaft aufzuwachsen. Die zweite Gruppe sind die Erwachsenen, die ertaubt sind, entweder auf einem Ohr oder auf beiden Ohren, die aber eine Sprachentwicklung hinter sich haben, die also in der sprechenden Gesellschaft groß geworden sind. Und als dritte große Gruppe sind es die Kinder oder Erwachsenen mit einer hochgradigen Schallempfindungsschwierigkeit, was wir vorhin besprochen haben, die also kein genügendes Sprachverständnis mehr haben. Vielleicht können sie noch Töne hören, aber das Sprachverstehen ist nicht mehr ausreichend. Und da gibt es spezielle Grenzen. Die festgelegte Grenze ist, dass bei korrekt angepasstem Hörgerät das Sprachverständnis kleiner gleich 40% in einem speziellen Hörtest bei Zimmerlautstärke, Umgangslautstärke, und alle Patienten, die dieses nicht erreichen, sind in jedem Fall auch Kandidaten für eine solche Prothese. Wie können Sie sich das vorstellen? Das sind jetzt so Zahlen, die geben Ihnen natürlich keine konkrete Vorstellung, was sich dahinter verbirgt. Ich habe hier mal einen Hörtest-Audiogramm mitgebracht. Das ist eine hochgradige Schwierigkeit auf beiden Seiten. Man sieht hier nur noch Hörreste auf beiden Seiten. Das normale Hörvermögen würde sich hier befinden, wie dieser grüne Balken ist. Die geringgradige Schwerhörigkeit geht so bis ca. 20, 30 Dezibel, mittelgradig so bis 40, 50 Dezibel, hochgradig bis 60, 70 Dezibel und danach kommt an Taubheit grenzend bzw. taub. Das betrifft das Audiogramm und das Hören von Tönen, was nicht gleichbedeutend ist mit dem Verstehen und dem Hören von Sprache. Wenn man sich unsere Umgangssprache anguckt, dann befindet sich unser Sprachfeld nicht hier oben, wo wir normal die Töne hören, sondern das Sprachfeld befindet sich in einem Bereich zwischen 20 und 65 Dezibel über alle Frequenzen, also von ganz tief bis ganz hoch. Und also in einem Bereich, wo man im Grunde genommen eine mittelgradige Tonschwerhörigkeit hätte. Das ist das Feld, in dem wir uns normalerweise untereinander verständigen. Und dann sieht man auch schon, wenn alles, was außerhalb dieses Sprachfeldes ist, wird schon schwierig in der Kommunikation oder birgt dann Probleme mit sich oder bringt Probleme mit sich. Wie ist nun so ein Cochlea-Implant aufgebaut? Sie können das nachher sicher auch noch bei den CI-Trägern, die hier sind, sich angucken, aber das ist das Schema. Es gibt einen Prozessor außen, der hat ein äußeres Teil, was wie ein Hörgerät aussieht, was zwei Mikrofone hat. Ist ähnlich wie ein Hörgerät, muss ja die Sprache und alles, was man hört, aufnehmen. Das wird umgewandelt in dem Sprachprozessor in elektrische Signale. Und diese elektrischen Signale werden wiederum über eine Magnetspule an das Gerät, was unter der Haut sitzt, weitergegeben. Und über dieses Gerät laufen dann die elektrischen Signale in die Elektrode hinein. Und der Elektrodenträger hat 12 bis 22 Elektroden, welches Gerät dort gewählt worden ist. Und über diese Elektrode werden dann die Signale an den Hörnerven weitergegeben. So sieht das aus, wenn das jemand trägt. Kinder können auch bunte und farbige Geräte haben. Auch das ist heute kein Thema mehr. Wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist mal so eine Zeitskala, die ein Jahr anzeigen soll. Und dann sehen Sie hier in der Mitte die Operation. Und die Operation ist eigentlich das Allerunwichtigste an der ganzen Geschichte. Das Wichtigste ist
die Vorbereitung und die richtige Klarstellung und richtige Feststellung der Indikation, das heißt also der Voruntersuchung, mit denen man herausfinden muss, ist derjenige wirklich geeignet dafür und macht das Sinn, ihm solch ein Gerät zu empfehlen oder macht das keinen Sinn? Und der zweite, noch viel wichtigere Punkt dann, ist das sogenannte Hörtraining oder die Rehabilitation. Und das ist das Entscheidende. Es nutzt nichts, wenn ich irgendetwas operiere und der Patient kann danach nichts damit anfangen, weil er kein entsprechendes Training hat. Kommen wir später nochmal drauf zurück. So sieht das intraoperativ aus. So, diesen Einblick hat man auf das runde Fenster und dann wird diese Elektrode dort hineingebracht und intraoperativ werden dann noch Messungen durchgeführt, ob das alles funktioniert und ob der Nerv sich stimulieren lässt. Dafür ist der Dr. Reetz zuständig, der kennt sich mit der gesamten Technik aus. Nach der Operation wird natürlich kontrolliert, ist das Implantat richtig. Das macht man nochmal mit einer Röntgenuntersuchung, das kann man auch mit dem CT machen, gibt es unterschiedliche Varianten und in der Regel sieht man dann eine schöne aufgedrehte Elektrode in der Schnecke, so wie hier schematisch dargestellt. Natürlich versucht man, wenn man Patienten operiert, die noch ein Resthörvermögen haben, das Resthörvermögen zu erhalten. Das ist auch möglich, aber es ist nicht immer möglich, weil man nicht vorherbestimmen kann, unter anderem, welche Heilungsprozesse laufen dort ab in der Schnecke, was passiert mit Narbengewebe und so weiter. Und da kann das Hörvermögen auch erst da sein, wieder weggehen. Also grundsätzlich sagt man ja, man versucht das. Nicht immer ist es so, dass es dann auch klappt, aber es bringt natürlich einen Vorteil für das Verstehen dann postoperativ, wenn man das Gerät eingestellt hat. Dann kommt nach der Operation, so circa 5 Wochen später, die Anpassung des Audioprozessors. Das macht der Dr. Reetz, wird dann nachher sicher noch einige Dinge dazu erzählen. Und dann kommt das Allerwichtigste, was auch den größten Raum nachher einnimmt, das sogenannte Hörtraining. Und Hörtraining habe ich Ihnen mal aufgeschrieben, was man alles wieder lernen muss. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie, dass man eine neue Fremdsprache oder ein Instrument lernt, also etwas völlig Neues, mit dem man sich dann beschäftigen muss und das man dann wieder erlernen muss. Und die Betroffenen, die ja auch heute hier sind, können Ihnen da sicherlich dann noch viel aus ihrer Erfahrung mitteilen. Also, was sind die Voraussetzungen für den Therapieerfolg? Nochmal zusammengefasst, das ist ganz, ganz wesentlich einmal, wenn man vorher die Diagnostik macht, die Anamnese, die Dauer der Ertaubung ist extrem wichtig. Weil jemand, der vor vielen, vielen Jahren ertaubt ist, beispielsweise vor 20, 30 Jahren und dann nichts mehr gehört hat auf dem Ohr, da kann man sich vorstellen, dass der Hörnerv über diese lange Zeit keine Informationen bekommen hat und wenn er dann jetzt wieder elektrische Signale bekommt, dass es dann eben auch extrem lange dauert, bis derjenige einen Hörerfolg merkt. Und dafür ist eben dieses Hörtraining das Entscheidende und das ist das, was man mit dem Patienten vorher besprechen muss, denn da muss er wirklich hinterher sein. Da muss er den inneren Schweinehund sozusagen überwinden und sich auch wirklich damit intensiv beschäftigen. Nur dann hat es wirkliche Aussichten auf Erfolg. Wie sieht das bei uns aus, wenn wir unsere Patienten angucken? Dann ohne Hörgerät hören die Patienten in einem Test mit diesen Einsilberwörtern bei Zimmerlautstärke praktisch nichts. Mit Hörgerät sind es ca. 5-10%, mit einem CI nach 6 Wochen ca. 35% und nach 6 Monaten ca. knappe 60%, was schon ein außerordentlicher Erfolg ist, wenn man überlegt, dass derjenige sonst gar nichts hören könnte. Für wen ist ein CI nicht geeignet? Auch das gibt es natürlich, ist nicht für jedermann geeignet. Natürlich kann man sich vorstellen, wenn die Schnecke nicht da ist oder der Hörnerv nicht da sind, macht solch ein Gerät gar keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, wenn man insbesondere für Kinder die Rehabilitation nicht sicherstellen kann, dann macht dieses Gerät keinen Sinn, weil diese Rehabilitation, das Training so entscheidend wichtig sind. Wenn man eine zentrale Gehörlosigkeit hat, das heißt also Funktionsstörungen im Bereich des Gehirns oder des Hörnerven,
Psychotische oder psychische Erkrankungen oder Intelligenzdefekte können ebenfalls Kontraindikationen sein. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe relativer Kontraindikationen, was vor allen Dingen so mit Mittelohrfunktionen zu tun hat, bei Patienten, die vor dem Spracherwerb ertaubt sind, aber eine Lautsprache vorhanden haben. Das können Patienten sein, für die das sinnvoll ist, aber nicht für alle. Und das muss man mit Hilfe dieser Voruntersuchungen ganz explizit herausfinden. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir noch eine spannende Diskussion haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Bockmühl. Unser Herkules hat, ich habe das jetzt richtig gesehen, ne? Dem haben Sie jetzt auch ein Hörgerät, damit der uns hier unten klatschen hört. Das hat er jetzt hoffentlich mitgekriegt. Ja, ja, jetzt sind wir schon ganz tief in das Thema eingestiegen und wir haben schon gehört, welche tollen Möglichkeiten es gibt, auch sozusagen kompletten Hörverlust zu therapieren. Aber oftmals ist das ja eine schleichende Entwicklung, dass man schwerhörig wird, dass das Hörvermögen nachlässt. Ich glaube auch, die meisten merken es vielleicht nicht mal gerade selber oder gehen vielleicht auch zu spät zum Doktor. Ne? Also ich höre das immer wieder, dass eigentlich es schön wäre oder gut wäre und auch wichtig wäre, dass die Patienten tatsächlich dann auch mal früher mal fragen, machen Sie mal bitte einen Hörtest mit mir, ob ist da alles in Ordnung? Die Nachbarn beklagen sich, weil ich den Fernseher so laut mache. Ne? Herr Dr. Schäfer, Sie wissen das, die kommen dann zu Ihnen. Ja, Sie haben völlig recht. Wir HNO-Ärzte fordern das ja schon seit längerem auch, dass wir quasi so eine Art Reihenuntersuchung, also einen Hörtest automatisch machen ab einem gewissen Lebensalter. Ich hätte mal vorgeschlagen, so ab 50, weil da in der Tat zusätzlich eben auch noch eine physiologische Alterung des Gehöres reinkommt. Konnten wir uns aber mit den Krankenkassen im Grunde genommen leider bisher nicht einigen. Und es ist meistens so, dass die Angehörigen kommen. Und die Angehörigen, meistens die Frauen oder auch die Männer, sagen, meine Frau hört nicht mehr richtig oder mein Mann hört nicht mehr richtig. Meistens sind es leider die Frauen, muss man dazu sagen. Ja. Und das große Problem ist tatsächlich, dass der Schwerhörige seine Schwerhörigkeit gar nicht zu Anfang merkt. Das heißt, die Schwerhörigkeit geht schleichend vonstatten und wir Betroffene, sage ich mal, kriegen das im Grunde genommen eigentlich gar nicht mit. Und das ist das große Problem. Und da wäre routinemäßig, aber einem gewissen Alter ein Hörtest einfach mal sinnvoll. Sowas tut nicht weh. Man muss einmal ins Ohr gucken, muss sich das Trommelfell angucken. So ein Hörtest tut nicht weh. Den kann man immer wieder mal machen. Und das kann man von HNO-Seite aus nur empfehlen. Und wenn man da schaut, kriegt man immer einen Schrecken, wie viele Leute unerkannt schwerhörig sind. Also da gibt es ja Dunkelziffern und Zahlen. Nicht nur die Leute, die nicht versorgt sind, sondern wie viele Leute schwerhörig sind, was wir so gar nicht mitkriegen. Und wenn das so spät erkannt wird, also oder mal andersrum gefragt, je früher es erkannt wird, umso besser ist es eigentlich. Warum ist das so? Also warum sollte man es früh auch behandeln? Wie bei im Grunde genommen vielen Behinderungen, wenn ich so sagen darf, ist es natürlich so, wenn man frühzeitig das Ohr an jetzt ein Hörgerät trainiert zum Beispiel, dann kommt das Ohr damit wesentlich besser klar. Was ein großes Problem darstellt für die HNO-Ärzte, sind die Patienten, die nicht Hörgeräte versorgt sind. Da gibt es in Amerika tatsächlich auch Studien inzwischen drüber, dass Demenzerkrankungen, also Alzheimer-Geschichten oder eben auch der intellektuelle Abbau bei Patienten, die nicht mit Hörgeräten versorgt sind, aber schwerhörig sind, dass der deutlich höher liegt als bei Patienten, die schwerhörig sind, aber mit dem Hörgerät oder auch mit dem CI dementsprechend versorgt sind. Ja? Also je frühzeitiger man das macht, umso besser ist es, zumal auch das Hirn dazu neigt, eine Hörentwöhnung zu machen. Das heißt, das Gehirn verlernt Töne, die quasi nicht mehr reinkommen. Also da sollte man dann, und das sieht man ja dann, wo man dann sozusagen eingreifen muss. Und kann man andere Dinge auch noch machen? Also wir haben jetzt auch von Hörgeräten, gibt es irgendwas anderes, was man noch tun? Gibt es Medikamente oder, also ich meine, wenn Sie natürlich feststellen, da gibt es irgendwie Probleme im Trommelfell oder sowas, klar, da kann man was behandeln, aber gibt es andere Sachen, die man tun kann noch?
Also beim Hörsturz kann man reagieren. Wenn jemand einen akuten Hörsturz hat, gibt es dementsprechend verschiedene Schemata mit Cortison, mit Infusionen. Hier in Kassel haben wir noch so eine Druckkammer, das kann man machen. Aber die Bild-Zeitung hat vor vielen Jahren mal geschrieben, die Hörpille ist da. Ja, das war natürlich ein totales Fake. Es gibt keine Hörpille. Es gibt weder die Tinnituspille, die den Tinnitus wegmacht, und es gibt auch keine Hörpille, die wir einnehmen. Das war ein besseres Vitaminpräparat, was da verkauft werden soll. Also da gibt es leider nur die Möglichkeit, im Grunde genommen letztendlich mit Hörsystemen zu arbeiten, von der ganzen Palette, also vom Hörgerät bis zum Cochlea-Implantat. Und ein bisschen auf unsere Ohren aufpassen, habe ich von Ihnen auch schon gelernt. Also wir haben ja auch viele junge Leute, die schon eine Schwerhörigkeit haben, beispielsweise weil sie ständig irgendwelche riesen Kopfhörer auf den Ohren haben oder durch Konzerte oder so. Also da auch vorsichtig sein. Ne? Da gibt es auch eine nette Untersuchung drüber, und zwar 40% aller Jugendlichen im Alter von 17 Jahren haben bei so Stichprobenuntersuchungen schon einen nachweisbaren Hörschaden gehabt. 40%. Ja? Also das ist eine erschreckend hohe Zahl. Die kommen auch alle in ein Alter, wo dann zusätzlich noch ein Hörschaden auftritt. Das heißt also, ich mache immer so einen flapsigen Spruch und sage, wenn meine Kinder mich gefragt hätten, was sollen wir werden, würde ich sagen Akustiker, weil das ist ein Markt mit Zukunft, weil wir werden in den nächsten 50 Jahren in eine große, ein großes Loch von schwerhörigen Patienten reinlaufen. Und das liegt daran, dass die Jugendlichen in der Schule keine Hörerziehung haben. Das gab es früher mal im Musikunterricht. Das ist im Grunde genommen ganz weg. Und gehen Sie mal durch die Stadt. Ich habe ja meine Praxis da. Die Leute laufen mit telefonierenden Weise, mit Ohrhörern letztendlich durch die Stadt und kriegen überhaupt nicht mehr mit, was um sie herum passiert, und beballern ihr Hörorgan letztendlich mit Unmengen an Schall. Und das ist das große Problem. Die Lärmschwerhörigkeit war früher ein Problem auch der beruflichen Geschichten. Das hat sich total gewandelt. Der Freizeitlärm ist heute der viel, viel belastendere Lärm. Ja, das ist erschreckend, auch dass es viele, viele junge Leute eben sind. Ne? Aber Sie haben praktisch schon die Überleitung gemacht hier zu Herrn Kuhhaupt, zu unserem Hörgeräteakustiker. Die kommen, glaube ich, nicht alle so ganz schnell auch zu Ihnen. Wir hatten vorhin am Telefon gesprochen, da sagten Sie, es ist für alle selbstverständlich, wir sind ja viele Brillenträger, da gibt es ja auch schicke Modelle und die gibt es bei den Hörgeräten aber auch. Ne? Die sind klein, schick, die können richtig was. Und trotzdem tun sich manche doch schwer zu sagen, jetzt versuche ich es mal mit so einem Hörgerät. Ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Sie haben es gerade schon gesagt. Das Hörgerät hat leider noch nicht das Image von einer Brille. Brille trägt man heutzutage teilweise auch als Modeaccessoire. Da sind wir noch nicht so weit mit den Hörgeräten. Und deswegen ist es auch schön, auch solche Veranstaltungen wie heute teilzunehmen oder dort dran teilzunehmen, um näher zu bringen, wie auch der Herr Dr. Schäfer schon gesagt hat, es tut nicht weh, ein Hörgerät. Ganz im Gegenteil, es steigert die Lebensqualität. Und das ist enorm viel wert. Nochmal auf Ihre Ausgangsfrage auch zu sprechen zu kommen, warum sträuben sich so viele den Besuch oder den Weg zum Hörgerätakustiker zu führen. Viele stempeln sich selber dann automatisch ab. Ich bin alt, ich habe eine Behinderung, aber auch das ist nicht so. Von daher kann ich Ihnen nur den Mut geben, gehen Sie zum Ohrenarzt oder zum Akustiker, machen einen Hörtest, und wie gesagt, Hörgeräte tun nicht weh. Ja. Wie ist das, wenn man dann, also ich würde jetzt zu Ihnen kommen und bräuchte so ein Hörgerät, das würde man erstmal ausprobieren können und dann guckt man mal, was so passt, womit man sich einigermaßen wohlfühlt, und dann kann man das erstmal so probeweise tragen, oder? Genau, also es ist so, dass ein sogenannter Ersttermin durchgeführt wird, um überhaupt erstmal den Kontakt zum Kunden aufzubauen und das sogenannte Hörprofil zu ermitteln, dass man sich mit dem Betroffenen beschäftigt, in welchen Situationen hat er im Alltag Schwierigkeiten, wo möchte er Verbesserungen haben, und dann wird da, wie gesagt, das Ganze aufeinander abgestimmt. Wo legt der Betroffene Wert, wo möchte er Verbesserungen spüren im Alltag, und das wird in diesem Ersttermin ermittelt. Die weiteren Schritte sind dann wie folgt, dass man verschiedene Hörgeräte ausprobieren kann, um dort für sich selber
zu schauen, mit welchem Hörgerät man am besten zurechtkommt. Weil das hat auch immer wieder die Erfahrung gezeigt, dass nicht immer das teuerste Hörgerät das beste Hörgerät ist, sondern das Beste, womit man am besten selber zurechtgekommen ist. Und das ist nicht immer das teuerste. Also von daher hat man die Möglichkeit, da verschiedene Hörgeräte auszuprobieren. Und das wird in Zusammenarbeit mit uns gemacht. Und da stehen wir auch während diesem kompletten Ablauf mit Rat und Tat den Kunden beiseite. Also es ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, okay, jetzt habe ich so ein neues Gerät, da schalte ich mal ein und dann ist alles so wie früher, als ich 17 war. Also es ist dann schon noch mal ein bisschen, dann muss man auch ein bisschen üben und sich dran gewöhnen und das ausprobieren und so. Richtig, genau. Also auch gerade diese Eingewöhnungsphase, die kann auch ganz unterschiedlich sein. Viele der Betroffenen, die Hörgeräte Probe tragen, gewöhnen sich relativ schnell dran, dass das innerhalb von 2-3 Tagen geht. Es kann aber auch sein, dass die Eingewöhnungsphase etwas länger dauert, 2 oder 3 Wochen. Aber es hat auch immer wieder gezeigt, dass gerade diejenigen, die am Anfang skeptisch waren gegenüber Hörgeräten, nachdem sie erstmal Hörgeräte Probe getragen haben, sich selber eingestehen müssen, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Warum bin ich nicht schon früher den Weg gegangen? Weil es bringt mir tatsächlich was. Ja. Okay, Sie haben jetzt eben noch mal so ein Thema angesprochen, spielt natürlich auch eine große Rolle bei vielen. Das sind die Kosten. Sie sagten, da muss man gucken. Also das muss nicht sein, dass das Teuerste jetzt auch das Beste ist. Sagen Sie mal so, mit was man so ungefähr rechnen kann oder was die Dinger überhaupt kosten. Ja, also es ist ja möglich, dass man eine Bezuschussung von seiner Krankenkasse erhält. Die Voraussetzung dafür ist, dass man eine ohrenärztliche Verordnung vorliegen hat. Und mit dieser ist man berechtigt, eine Bezuschussung von seiner Krankenkasse zu erhalten. Diese Bezuschussung für ein Hörgerät liegt bei 700 Euro. Das heißt, mit insgesamt ungefähr, wenn man für beide Seiten, für beide Ohren ein Hörgerät benötigt, erhält man 1400 Euro von seiner Krankenkasse. Für diesen Betrag gibt es auch schon Hörgeräte. Das sind dann die sogenannten Krankenkassengeräte, die auch schon aufgrund der modernen Technik sehr viel leisten können. Wenn man sich aber aufgrund seiner eigenen Ansprüche oder Erwartungen vielleicht auch für ein etwas besseres Hörgerät entscheidet, welches diesen Festbetrag übersteigt, dann ist es so, dass dieser Differenzbetrag aus eigener Tasche sozusagen zu zahlen ist, dass das mein Eigenanteil bedeutet. Und auch da kann ich nur noch mal erwähnen, dass nicht immer zu dem besten oder teuersten Hörgerät gegriffen werden muss, sondern man muss einfach selber für sich schauen, in welchen Situationen möchte ich die Verbesserung haben, wo möchte ich die Lebensqualität steigern. Und das kann unter anderem auch schon mit einfacheren Geräten möglich sein. Wie lange halten die Geräte so in der Regel? Also eine Lebensdauer von den Hörgeräten ist heutzutage auch aufgrund der modernen Technik von bis zu 10 Jahren möglich. Man hat aber auch die Möglichkeit, sofern man sich vorher entscheiden möchte, eine Neuversorgung oder eine Wiederversorgung zu gestalten, dass man bereits auch nach 6 Jahren schon Anspruch auf neue Hörgeräte hat. Wenn man aber über dieses 6. Jahr darüber hinaus mit seinen Hörgeräten zufrieden ist, kann man die ohne weiteres auch noch das 7., 8., 9. Jahr auch tragen. Aber bis zu 10 Jahren ist ohne weiteres heutzutage möglich. Oh, das ist doch schon ganz ordentlich. Ja, vielen Dank. Ich nehme Ihnen mal das ab, genau, weil ich es gleich gerne weiterreichen möchte, nämlich an Herrn Reetz. Und da kommen wir jetzt nochmal auf die implantierbaren Hörsysteme, die Frau Professor Bockmühl ja schon eben angesprochen hatte. Sie hatten auch schon was dazu gesagt, dass es nicht für alle in Frage kommt und so, und dass es dazu eine sehr umfangreiche Diagnostik vorher braucht. Da kommen Sie ja auch mit ins Spiel, wo Sie dann auch gucken, sozusagen, für wen eignet es sich. Vielleicht können Sie dazu noch mal näher was sagen. Und auch noch mal dazu, das fand ich auch ganz spannend, wie es danach für die Patienten nach der Operation weitergeht. Das ist ja auch nicht einfach so ähnlich wie bei den Hörgeräten, dass man einfach das Ding anschaltet und sagt, super, jetzt noch alles gut, jetzt ist wie früher oder jetzt höre ich alles. Auch das muss man lernen. Ne? Ich gebe Ihnen das mal, es ist schon an.
Ja, also implantierbare Hörsysteme, von denen es eine ganze Reihe verschiedene gibt für verschiedene Arten von Hörverlust. Implantierbare Hörsysteme kommen immer dann ins Spiel, wenn entweder ein konventionelles Hörgerät nicht getragen werden kann oder wenn auch mit einem sehr gut angepassten, guten konventionellen Hörgerät kein ausreichendes Sprachverstehen zu erreichen ist. Da gibt es so eine Daumenregel, wenn man nicht mehr telefonieren kann, wenn man, Frau Professor Bockmühl hat vorhin in ihrem Vortrag die so eine Grenze 40% Freiburger Einsilber im Sprachverständnistest genannt, das ist so ungefähr der Bereich, wo dann die Prognose ist, mit einem implantierbaren System wird es besser. Allerdings hängt das noch von vielen anderen Voraussetzungen ab. Grundsätzlich ist es genauso wie mit Hörgeräten auch, was die Gewöhnung und das Training angeht. In jedem Fall ist eine Gewöhnung und ein Training erforderlich. Wie gut das geht, wie schnell man sich daran gewöhnt, wie gut man damit zurechtkommt, hängt von der Art des Hörverlustes ab. Ganz wichtig bei einem hochgradigen Hörverlust an Taubheit grenzend oder bei einer völligen Ertaubung ist ganz wesentlich die Dauer der Ertaubung. Jetzt insbesondere beim Cochlea-Implantat. Man kann nicht generell sagen, man braucht eine bestimmte Gewöhnungszeit von so und so vielen Wochen, sondern beim Cochlea-Implantat, wenn Sie Erwachsene haben, die bis zum Zeitpunkt der Operation noch ein nutzbares Restgehör hatten, das heißt noch mit Hörgerät Sprache verstanden haben, kann es Ihnen passieren, dass die am ersten, zweiten Tag der Anpassung Sprache verstehen können. Umgekehrt, wenn jemand vor der Operation auf dem operierten Ohr 20 Jahre lang fast nichts mehr gehört hat oder sogar völlig ertaubt war, dann wird er sich sehr schwer damit tun, sich ans Cochlea-Implantat zu gewöhnen. Was passiert bei dieser schleichenden Ertaubung ist ja, zunächst fällt das Ohr aus. Aber nach und nach baut eben auch die Hörbahn im Gehirn ab, also der Teil des Gehirns, der Sprache versteht, der Geräusche interpretiert. Und wenn da nichts mehr ankommt, dann schläft auch die Verarbeitung über die Jahre ein. Und wenn er 20 Jahre lang nichts gehört hat, dann kann man zwar den Eingang wieder herstellen mit dem Cochlea-Implantat, aber dann ist ein sehr intensives, langes Training wieder erforderlich. Aber man hat ja auch 20 Jahre Entwöhnung hinter sich. Das ist nicht in wenigen Tagen wieder auszugleichen. Bei den implantierbaren Hörsystemen, es gibt ja nicht nur Cochlea-Implantate, es gibt die Mittelohr-Systeme, es gibt die Schallleitungshörgeräte. Da ist es, was die Gewöhnung angeht, eine andere Sache. Das wird ja eingesetzt bei Leuten, die noch ein Restgehör haben, die auch ein Sprachverstehen noch haben. Diese Geräte werden dann eingesetzt, wenn ein konventionelles Hörgerät nicht getragen werden kann. Aber die Leute sind nicht ertaubt, sondern haben nur einen starken Hörverlust, können aber kein Hörgerät tragen. Und da ist die Gewöhnungsphase recht kurz. Also das ist dann vergleichbar eher mit, wie das bei Hörgeräten ist. Also ist dann auch eine gründliche Aufklärung der Patienten nötig? Und gibt es auch Patienten, die dann sozusagen nach Abwägung sagen, also wenn jemand zum Beispiel 20 Jahre nichts oder sehr wenig nur gehört, dass er sagt, ich lasse es, gibt es das auch? Ja, ne? Also es waren jetzt zwei Fragen. Zum einen ja, es gibt vorher eine sehr intensive Aufklärung. Wir empfehlen den Patienten immer zur Selbsthilfegruppe zu gehen, wenn sie Kandidaten für Cochlea-Implantat sind. Zweitens, wir bieten immer an, Kontakt zu Cochlea-Implantatträgern herzustellen, die eine ähnliche Vorgeschichte haben wie der Patient. Das heißt, wenn jemand langjährig ertaubt war, bringen wir in Kontakt mit einem CI-Träger, der auch vorher lange ertaubt war. Wenn es ein jüngerer Patient ist, bringen wir ihn eher Kontakt mit einem jüngeren Patienten und so weiter. Drittens ist bei uns Pflicht, im Rahmen der Voruntersuchung ein Gespräch mit der Logopädin, die die ambulante Reha nach der CI-Versorgung vornimmt, damit der Patient eine genaue Vorstellung davon hat, was nachher an Hörreha auf ihn zukommt. Die andere Frage, gibt es Patienten, die dann sagen nein oder entweder der Patient sagt nein, mache ich nicht oder wir sagen, wir würden es eher nicht empfehlen.
das gibt es auch, ja natürlich. Wobei diese 20 Jahre waren jetzt nur mal so ein Beispiel, es kann auch andere Gründe geben, weswegen wir davon abraten oder weswegen der Patient zurücktritt. Also ganz wichtig ist, je länger die Ertaubung, umso mehr die Bereitschaft und die Neugier des Patienten, sich mit dem sicherlich am Anfang fremdartigen Hören anzufreunden und die Reha durchzuziehen. Dauer der Ertaubung ja und auch die Akzeptanz einer Hörhilfe. Nicht, also, es gab auch schon Patienten, die haben sich das angeguckt, haben gesehen, der Prozessor ist ja noch mal viel größer als ein Hörgerät. Und ich habe so kurze Haare und das sieht man ja so deutlich. Ich glaube, das ist eher doch nichts für mich. Dann geht es auch nicht. Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch gleich darauf hingewiesen haben, wie wichtig unsere Selbsthilfegruppen sind. Und weil die so wichtig sind, ich lasse das Mikro mal hier oben und gehe mal da runter, haben wir gleich zwei Vertreter, Dankeschön, eingeladen von Selbsthilfegruppen. Und die Frau Zufall beispielsweise ist selber betroffen. Sie tragen, nochmal herzlich willkommen, Frau Zufall, Sie tragen ein Cochlea-Implantat und Sie haben, ich weiß gar nicht, wie lange, das erzählen Sie uns gleich, auch mal, wie es dazu gekommen ist. Das ist nämlich ganz spannend, haben wir das gleich aus allererster Quelle. Ja, ich bin implantiert seit 2003. Davor war ich also, sagen wir mal, ungefähr 30 Jahre zunehmend schwerhörig, ja, bis zur Taubheit. Und damals hat man also erst implantiert, als das Ganze fast zu Ende war, das Gehör. Ich muss sagen, das hat mir also Frau Professor Bockmühl sowie Herr Dr. Reetz vorweggenommen. Es stimmt, man muss nach der OP üben. Man muss ganz einfach hören. Und wenn man also Kassetten hört, Hörkassetten oder irgendwas, es reicht nicht nur beim Audiologen zu sein und anschließend beim Logopäden oder so, denn das sind nur ein paar Stunden. Aber hören müssen Sie einfach innerhalb des Lebens, dass Sie also zu Hause sind. Und vor meiner Implantation war ich also so, dass ich bin nirgendwo mehr hingegangen. Ich war ganz still oder wenn ich wohin gesetzt, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ja, ich konnte mich unterhalten mit dem Menschen, der neben mir saß, weil ich das vom Lippen ablesen konnte, aber sonst nichts. Und jetzt gehe ich fast überall hin. Und ich fühle mich eigentlich sehr gut dabei, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh, dass ich das Implantat habe. Fein, Sie haben mir am Telefon auch schon erzählt, dass Sie eben das damals auch brauchten, um einfach auch Ihren Beruf weiter ausüben zu können, beispielsweise wieder telefonieren zu können. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich dran zu gewöhnen und wirklich das Gefühl zu haben, jawohl, jetzt passt es, jetzt ist es für mich gut so, wie es jetzt ist? Ja. Ich würde sagen, das ist ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr. Da habe ich also dann anschließend wieder telefoniert und habe also auch meine Arbeit wieder weitermachen können. Ich war ja noch berufstätig und ich hatte da auch etwas Probleme. Deswegen habe ich mich überhaupt für das Implantat entschieden. Und ich denke mal, es ist einfach, man hat das Gefühl, man ist wieder mitten im Leben drin, ja. Und die ganzen Menschen haben das auch akzeptiert, dass ich also wieder dabei bin. Schön, das glaube ich. Ja, das ist jetzt Ihr Applaus, Frau Zufall. Der kann auch ein bisschen lauter sein, gerne. Hoppala. Ich frage Sie nachher nochmal, wenn wir hier nochmal die Runde gemacht haben, warum die Selbsthilfearbeit so wichtig ist. Aber die Frau Grewe kann dazu bestimmt auch was sagen. Sie sind hier als Mutti und haben auch den Sohnemann mitgebracht, den Roman. Das finde ich auch ganz toll, dass du mitgekommen bist und du erzählst uns auch gleich noch ein bisschen was. Du bist bestimmt unser Jüngster hier und du hast aber mit am meisten zu erzählen, bestimmt. Frau Grewe, erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen auch vielleicht auch noch mal so aus Sicht, noch mal die kleine Geschichte Ihres Sohnes, wie er dazu gekommen ist, dieses Cochlea-Implantat zu bekommen, aber auch noch mal, was die Selbsthilfegruppenarbeit Ihnen gebracht hat.
Mein Sohn hat gleich nett ins Leben gestartet mit einem Notkaiserschnitt, da er der Meinung war, er muss die Nabelschnur zweimal um den Hals und einmal um den Körper tragen und hat dabei die Plazenta abgerissen. Und dann kam auch gleich der Babynotarztwagen, weil er nicht richtig atmete, und brachte ihn in die Klinik. Und da war es dann so, dass da dann ein Hörscreening auch gemacht wurde. Das gab aber irgendwie Probleme, und dann hieß es beim einen Mal, das ist wahrscheinlich noch Fruchtwasser und das hat nicht funktioniert. Und beim nächsten Mal war es dann, das Gerät hat irgendwie nicht richtig gearbeitet. Und beim wiederum nächsten Mal war es dann, das macht man nachher in Ruhe nochmal. Und wir wurden entlassen, da hieß es, das wäre gemacht, und wir, okay. Und als er 11 Monate war, fiel uns aber auf, da kann was nicht okay sein, weil die Sprache, also die Geräusche, die sie zu dem Alter machen, wurden immer weniger. Und dann haben wir in Kassel, in Göttingen und in Hannover diverse Termine gehabt bei Ärzten, und dann war klar, Roman ist gehörlos. Und das, der nächste Schritt war für uns Eltern die total schwerste Entscheidung unseres Lebens. Macht man ein Implantat, weil das Kind kann ja auch so leben, ohne dass man es operiert. Oder macht man ein TI? Wir hatten da sehr große Probleme, uns zu entscheiden, und sind dann auch unter anderem zur Frühförderstelle für hörgeschädigte Kinder, haben uns mit denen unterhalten auch, und unter anderem waren wir bei Personen von der Selbsthilfegruppe Hört Her und haben uns da ausgetauscht, und diese Gespräche haben uns sehr viel gebracht und uns auch hinterher dazu genommen, dass wir gesagt haben, wir lassen die OP jetzt machen, haben uns selber noch dafür entschieden, noch weiter was dazu zu tun, mache ich gleich. Und das ist so, dass mir das so gut gefallen hat, diese Gespräche, die mir so viel gebracht haben, dass ich mittlerweile die Selbsthilfegruppe Hört Her selber leite, mit meinem türkischen Mitstreiter Wesel Bülbül, und wir das wichtig finden, dass da jemand ist, an dem man sich einfach wenden kann, wenn man in dieses Loch plumpst. Und wir haben auch Gebärden mitverwendet, weil wir gesagt haben, wenn wir uns für das TI entscheiden, das muss man halt im gewissen Zeitfenster machen, damit die gewissen Ergebnisse da sind, dass der Nerv nicht noch die Reize verarbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen Gebärden dazu, dann ist er flexibel. Dieses TI kann er abmachen, wenn er das nicht möchte, und kann dann auch gebärden, wenn er will. Bei Roman war es allerdings so, dass er mit circa 3 Jahren das Interesse am Gebärden total verlor, weil er gemerkt hat, er erreicht mit Sprache viel mehr Leute als mit Gebärden. Das wir übrigens sehr schade fanden, dass man nicht mehr Leute hatte, die gebärdet haben. Er hat aber mittlerweile im Laufe seines Lebens jetzt wieder Interesse entwickelt. Er macht jetzt gerade aktuell den 2. Kurs, Erwachsenen-Gebärdenkurs im Gehörlosenzentrum. Und wir arbeiten da weiter dran. Dann haben wir ihn operieren lassen. Das war die erste Seite mit 1,5 Jahren und die zweite Seite mit 2 Jahren. Das hat alles gut geklappt. Und danach kam dann auch die Reha. In der ersten Woche konnte man dann auch sehen, das Kind hört gleich was. Das wird ja ganz niedrig eingestellt und war sehr erstaunlich für uns Eltern. Und diese Reha dauert bei Kindern, also bei uns hat es gedauert 3 Jahre insgesamt. Das ist halt nicht am Stück, das ist am Anfang 5 Tage und dann alle 4 Wochen 3 Tage und wird immer größer der Abstand. Und derzeit gehen wir noch 2-mal im Jahr zum Einstellen und Anpassen. Fahren wir noch nach Hannover in die medizinische Hochschule bzw. ins Cochlea-Implantatzentrum dort. Ja, Roman gebärdet gern, Roman hört, wenn er möchte, meistens. Ist mittlerweile 10 Jahre alt, also er kann relativ viel verstehen. Es gibt natürlich Situationen, wo es nicht gut funktioniert. Also es ist halt, wenn große Menschenmassen sind und Hintergrundgeräusche, da funktioniert es halt nicht. Aber sonst ist das halt ganz gut. Und wie gesagt, wenn Ansprechpartner gebraucht werden, Selbsthilfegruppe, wir sind eine Selbsthilfegruppe für Eltern hörgeschädigter Kinder, deutsch-türkisch gemischt, offen für alle Nationalitäten, treffen uns alle 2 Monate mit Erwachsenen und Kindertreffen sind nach Absprache. Wir machen Veranstaltungen, Sommerfeste, wir sind was
haben auch eine Leihbücherei mit mittlerweile 92 deutschen Büchern und bei den türkischen habe ich einen Überblick verloren, die man kostenlos ausleihen kann zu dem Thema Hören. Und wir haben auch dementsprechend zwei Internetseiten. Die eine ist www.hörther.de und die andere ist www.duibeni.de. Das bedeutet so ähnlich wie Hört her auf Türkisch. Vielen Dank, Frau Grewe. Auch ein dicker Applaus für Sie. Und am Roman sieht man, dass Sie sich, obwohl es damals schwer war, für Sie richtig entschieden haben. Roman, magst du auch was erzählen? Willst du auch mal aufstehen, dass sich bei alle sehen können? Wir haben uns vorhin schon mal ganz kurz unterhalten, ne? Also deine Mama hat mir ja schon ein bisschen was von dir verraten. Zum Beispiel hat sie mir gesagt, dass du Gitarre spielst, ne? Genau, und dass du auch im Chor mitsingst, ne? Machst du das in der Schule? Nein, ich mache es in der Nähe von meinem Zuhause. Da spiele ich mal Gitarre und singe im Chor. Okay, und du gehst zur Schule, ne? Im Moment noch auf eine Grundschule und du wechselst, glaube ich, bald auf eine andere Schule, ne? Ja. Wo gehst du denn da hin? In die offene Schule Waldo. Super, freust du dich bestimmt drauf, oder? Ja, fein. Die freuen sich auch, wenn du da kommst, ne? Das ist ganz toll. Wie geht's dir damit? Wirst du oft angesprochen auf deinen Hörgeräte? Das sind eigentlich gar keine Hörgeräte, sondern CIs. Okay. Aber guck mal jetzt, dann kommt so eine dumme Frau und fragt dich, ne, sag mal, was hast denn du da? Was sagst denn du dann? Das sind CIs. Ich bin gehörlos. Hör ohne diese Geräte nichts. Und tja. Was mich interessiert hat vorhin, ich stehe nochmal auf, sonst sehen Sie mich nicht. Vorhin war es so, da hat ja unser Verstärker so ein ganz blödes Geräusch gemacht. Ne? Das hat dir auch gar nicht gefallen. Und die Mama sagt, es gibt manche Geräusche, Luftballons oder sowas, die gefallen dir nicht. Und dann fragt dir jemand, kann man die Geräte auch abschalten? Kann man das machen? Ja, man kann sie ausmachen und dann wieder anmachen. Und kann man die auch leise stellen? Ja. Okay, und du hast dich da ganz toll dran gewöhnt, im Grunde genommen, du kennst es ja auch nicht anders, ne? Und bist ganz froh, dass du die hast und wir freuen uns alle mit dir, dass es dir so toll damit geht. Außerdem sehen die richtig schick aus, du hast sie in Blau, schicken Blau mit so einem ganz tollen Muster, das sehen sie nicht. Also die gibt es wirklich in ganz feinen Farben. Okay, Roman, wenn es nachher noch Fragen gibt, dürfen wir dich nochmal ansprechen? Ja. Ja, klar. Super, vielen Dank dir erstmal. Ganz, ganz toll, dass du uns auch was erzählt hast, weil das natürlich ganz spannend ist, wo wir auch mal sehen, wie es Kindern damit geht. Ne? Das haben wir ja nur mal die Erwachsenen hier sitzen, das ist ganz toll. Und wir hoffen, dass die Erwachsenen ganz viele Fragen mitgebracht haben, die sie gerne jetzt direkt an unsere Experten loswerden können. Wenn es irgendwo Fragen gibt, melden Sie sich ruhig, ich komme mal zu Ihnen. Ich habe Hörgeräte jetzt 6 Jahre, bin aber nicht zufrieden damit. Inwieweit ist die technische Entwicklung vorangeschritten? Müssen wir dazu noch mal wissen, was Sie für Geräte, müssen wir dazu noch was sagen, oder? Sagen Sie mal, wissen Sie, was Sie für Geräte haben? Kann man dazu was sagen? Ich weiß die Typbezeichnung nicht, aber es ist vom Kind. Der Herr hat ein Kind im Ohr. Ja, und zwar ist es so, dass fast jährlich neue Technologien von sehr, sehr vielen Hörgeräteherstellern auf den Markt kommen, sodass auch selbst bei den sehr recht einfach gehaltenen Geräten, die die Krankenkasse komplett übernimmt, auch schon gewisse Grundausstattungsmerkmale dazugehören. Es ist unter anderem eine sogenannte Störgeräuschunterdrückung. Das heißt, dass wenn man unterwegs ist in einer Gesellschaft, wo mehrere durcheinander sprechen, dass auch dann bereits da ein gutes Hören mit möglich ist. Also von daher hat sich definitiv die Technologie weiterentwickelt und man hat die Möglichkeit, diese, wie bereits vorhin auch schon erwähnt, kostenfrei auszuprobieren.
Also definitiv gibt es da Möglichkeiten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie die seit 6 Jahren. Das heißt, es würde dann ja auch ein Anspruch darauf bestehen mit neuen Hörgeräten. Und dann lassen Sie sich gut beraten, Herr Dr. Schäfer. Ganz wichtig ist auch, dass Sie Ihren Hörtest mal kontrollieren lassen. In 6 Jahren kann sich das Gehör auch deutlich verschlechtert haben. Und meine Erfahrung zeigen, dass Patienten manchmal sagen, ich bin mit meinem Hörgerät unzufrieden, haben dann aber jahrelang überhaupt keinen HNO-Arzt besucht und keinen Hörtest gemacht und haben das Hörgerät nicht an ihren Hörverlust anpassen lassen. Also bitte auch an sowas denken, bitte einfach überprüfen lassen. Ich habe schon nachjustieren lassen, aber bei Kindern eben. Ja, aber der Hinweis, nochmal zum Doktor zu gehen, ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Ich glaube, 6 Jahre ist ja dann auch eine lange Zeit. Ne? Er hat gesagt, er braucht Kunststoff. Ja, ja. Ich glaube, die HNO-Ärzte, die haben alle ordentlich zu tun. Ich glaube, die brauchen sich nicht beklagen. Das ist ja, wie gesagt, auch ein zunehmendes Problem. Ne? Also es reißt sich kein HNO-Arzt um mehr Patienten. Wir sind alle voll bis oben hin und wir haben einen Scheinschnitt von 27 Euro pro Patient. Also bei sowas, ich bin jetzt ein paar Jahre über 60, reagiere ich immer so ein bisschen allergisch, weil ich sage, also es macht keiner so eine Veranstaltung, um Patienten ranzuziehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Gut, das haben wir klargestellt. Hier gibt es eine weitere Frage. Moment, ich komme mal so von hinten an Sie ran. Mein Name ist Horst Ludorf, ich komme aus Korbach. Ich trage 2 Cochlea-Implantate seit 15 und 12,5 Jahren. Frau Professor Bockmühl, wie viele Patienten haben Sie schon operiert und wie viele von denen hören jetzt schlechter als vorher? Also ich habe insgesamt schon über 100 Patienten operiert. Wie viele schlechter hören als vorher, ich glaube, da kenne ich keinen einzigen. Aber es wird nicht jeder perfekt hören lernen. Und so wie jeder auch unterschiedlich in seiner eigenen Entwicklung ist, der eine ist mehr musisch begabt, der andere ist mehr für Mathematik begabt, der eine ist hochintelligent, der andere ist halt Durchschnitt. So ähnlich muss man sich das auch vorstellen, wenn man das Hören wieder mit einem CI lernt. Das heißt also, dort ist auch die Möglichkeit gegeben zwar, aber die individuelle Ausprägung wird unterschiedlich sein. Das ist ganz einfach so. Damit muss man rechnen. Darf man auch nicht unglücklich sein, aber vielfach reichen einfache Schritte schon aus, um wieder in das Leben hineinzukommen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja. Komme ich mal zu Ihnen. Ich gehe mal so rum, sonst muss ich mich so durch die Käsenbahn. Wir haben von Herrn Kuhhaupt erfahren, wie lange ein Hörgerät hält. Frau Professor, wie lange hält ein CI und haben Sie Erfahrung schon mit Zweit- und Drittimplantierten? Also die CIs, kann man relativ einfach sagen, Hörgeräte gibt es ja schon sehr lange. CIs gibt es in Deutschland werden regulär implantiert, in Deutschland seit 1989. Und es gibt heutzutage noch Patienten, die CIs haben aus der Anfangsgeneration, Anfang der 90er Jahre, die genauso funktionieren wie die jetzigen CIs. Das Schöne daran ist, man kann die Technik, die außen ist, also den Knopf und die Technik, die sich im Prozessor weiterentwickelt, die kann man ja austauschen. Und das heißt, die Elektrode kann das dann auch mit der neuen Technik dem Hörnerven präsentieren. Das ist Nummer eins. Also das heißt, wir haben jetzt Erfahrung von, sagen wir mal, 1990 bis jetzt, sind also 25 Jahre. Und selbstverständlich gab es auch Zeiten, wo Geräte mal ausgefallen sind. An den Anfangsjahren war das durchaus so, dass mal Geräte kaputt gegangen sind, ausgefallen sind und ausgetauscht werden mussten. Das ist aber extrem selten und in den letzten Jahren fast überhaupt nicht mehr. Also ich kenne ganz seltene Fälle nur, wo da mal etwas nochmal das Gerät ausgetauscht werden musste. Vielen Dank. Wir haben hier eine weitere Frage. Ja, bei mir ist Folgendes. Ich bin im Oktober an einer Otosklerose operiert worden, habe ein wunderschönes Titan-Steigbügelimplantat bekommen und höre genauso schlecht wie vorher. Habe zusätzlich noch Geräusche im Ohr.
Also das soll jetzt kein Vorwurf gegen irgendwen sein. Ich habe ja zugestimmt der Operation. Mir geht es jetzt nur darum, wenn ich jetzt, also ich brauche ein Hörgerät, weil ich nichts mehr höre, würden sich jetzt diese Geräusche durch das Hörgerät noch verstärken? Denn, oder gehen die weg damit? Oder wie ist das? Frau Bockmühl, wollen Sie was dazu sagen? Ja, oder ist beide? Gerne. Jetzt weiß man nicht genau, warum das jetzt so ist, dass Sie, das würde ich jetzt per se sagen, ja, würde ich sagen, das muss man nochmal untersuchen, was da genau der Fall ist. Ob das jetzt weggeht, die Geräusche mit dem Hörgerät, mag ich nicht vorherzusagen, das muss man einfach ausprobieren. Kann durchaus sein, dass sie weg, so ähnlich wie Tinnitus im Grunde genommen, damit auch übertönt werden kann, geht das möglicherweise auch. Feststellen, warum das so ist, geht ja nur, wenn man das Ohr wieder aufmacht. Und das lasse ich mein Leben nicht mehr machen, denn ich hatte Wochen nach der Operation solche Gleichgewichtsstörungen, dass ich also überhaupt nicht mehr wusste, was Plan war. Also kann man es im Grunde genommen, warum es nicht geklappt hat, kann mir eigentlich keiner sagen, weil ich es ja auch nicht mehr operieren lasse. Denn das war kein Vergnügen. Ja, ne, ich könnte Sie nichts zu sagen, ist mir klar, aber... Doch, wenn Sie zu mir kommen und bringen noch den OP-Bericht mit und ich untersuche Sie und wir machen Hörtest, dann sage ich Ihnen, was möglich ist. Das ist doch mein Angebot, genau. Ja. Herr Schäfer, Sie sagen also, ja, also würde ich in dem Falle auch machen und vorhin hat Frau Professor Bockmühl ja so ein bisschen ihr Licht unter nach unten gedrückt, dass die Operation ist gar nicht so wichtig. Ich denke, man muss das mal sagen, sie hat die CIs überhaupt erst nach Kassel gebracht. Wenn sie früher CIs irgendwo in Deutschland hinschicken mussten, dann musste man nach Würzburg oder nach Hannover gehen und eigentlich erst durch die Etablierung ihrer Abteilung ist es möglich geworden, dass wir hier in Kassel so eine Technik auch haben. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, sich mal an die Frau Kollegin zu wenden. Die guckt drauf, Sie müssen sich ja nicht operieren lassen. Was aber absolut sinnvoll ist, ist das Hörgerät zu machen, unabhängig von der Frage der Operation. Es gibt so einen schönen Tinnitus-Merkspruch, der heißt, je größer die äußere Stille, umso lauter der innere Tinnitus. Das heißt also, wenn Sie mit einem Hörgerät jetzt zusätzlich die nicht verbesserbare Schwerhörigkeit verbessern können, umso leiser wird wahrscheinlich Ihr Tinnitus. Versprechen kann das allerdings keiner. Vielleicht aber noch gerade noch mal ein Wort, weil Sie Tinnitus auch angesprochen haben, beziehungsweise Hörgeräte können da sehr hilfreich sein, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Manchmal ist das so, ich kann Ihnen aus eigener Betroffenheit sagen, wenn das so frisch ist, dann stört es ja ganz furchtbar und mit der Zeit gewöhnt man sich meistens dran und da gibt es ja auch diese Retraining-Therapie, sodass man es in der Regel oder oftmals dann gar nicht mehr wahrnimmt, vor allen Dingen, wenn man irgendwo noch, wenn ein Kühlschrank brummt oder irgendwas anderes, dann hört man es nämlich gar nicht, ne? Nur wenn es ganz still ist. Genau, ja. Genau. Also wir haben das tatsächlich häufiger, dass Patienten mit Ohrgeräuschen in die Praxis kommen und man fragt, sie haben Ohrgeräusche, dann sage ich immer, hören Sie schlechter? Und dann sagen die, nö, ich höre nicht schlechter. Ja? Und dann machen wir einen Hörtest und stellen fest, dass sie primär eigentlich eine Schwerhörigkeit haben und dass der Tinnitus Ausdruck der Schwerhörigkeit ist. Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, also jemand, der eine Schwerhörigkeit hat und Tinnitus hat, auf jeden Fall wichtig, den mit dem Hörgerät zu versorgen. Es gibt auch sogar so Kombigeräte, es gibt ja so Rauschgeräte, die man mit dem Hörgerät kombinieren kann. Also da sind heute viele Techniken möglich. Genau, und das Hörgerät verstärkt dann eben nicht das Geräusch, sondern hilft das sozusagen. Eher das Gegenteil. Ne? Vielen Dank. So, gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, stehe ich hier gerade richtig? Tja, ich trage seit 20 Jahren Hörgeräte und meine Hörkurven nähern sich diesen 65, 70 Dezibel. Wie lange sollte ich warten für eine Überprüfung, ob vielleicht ein Cochlea-Implantat dann irgendwann angesagt ist? Und zweitens wollte ich noch vorher sagen, Sie sprachen von den optisch wohl aussehenden Hörgeräten. Meiner Meinung nach müssten die Hörgeräte so Segel haben, wo dran steht, ich bin schwerhörig, dann wird endlich langsam und deutlich gesprochen. Das dazu. Aber die erste Frage interessiert mich etwas mehr. Egal an wen.
Ein wichtiger Hinweis erstmal, Dankeschön, weil das ist in der Tat schwierig. Manchmal, wir stellen uns immer nicht darauf ein oder achten da zu wenig drauf. Vollkommen richtig, vielen Dank. Herr Rietz. Also zur Frage mit dem zunehmenden Hörverlust kann man nur empfehlen, kommen Sie zum HNO-Arzt, lassen Sie es nochmal untersuchen, wie im Augenblick der Stand ist, wie ist das Sprachverstehen, wo ist die Hörkurve, wo ist die Unbehaglichkeitsschwelle, wie gut verstehen Sie dann mit Hörgerät und erst dann? Das Sprachverstehen ist nach gut eingestellten Hörgeräten noch meiner Meinung nach sehr gut. Okay, klingt erstmal nicht nach Cochlea-Implantat. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Dann laufe ich noch mal gerade zu Frau Zufall, weil ich wollte Sie doch gerne noch mal fragen, warum Selbsthilfegruppen eben, also wir haben es jetzt einmal gehört für die Eltern von betroffenen Kindern, aber eben auch bei Erwachsenen. Ne? Haben Sie sich vorher auch bei einer Selbsthilfegruppe informiert oder sind Sie erst hinterher bei der Selbsthilfegruppe gelandet? Also ich habe mich vor meiner Implantation mehr Selbsthilfegruppen angehört. Ich habe also unter anderem auch hier in Kassel und ich habe dann gesagt, machst du es nicht? Naja, das ist halt eine gewisse Entscheidung, weil es ist, man sagt immer, es ist eine Operation am Ohr und irgendwie hat man Angst davor. Ja, das ist eine ganz natürliche Reaktion, glaube ich auch. Ja, und dann habe ich also vor 2 Jahren, die Leiterin der Selbsthilfegruppe hat aufgehört und ich habe mit meinem Mann diese Selbsthilfegruppe übernommen. Es macht mir großen Spaß, muss ich sagen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich also Menschen beraten kann, die in der gleichen Situation waren wie ich. Ja? Moment. Das rauscht so, deswegen. Und diese Situation ist einfach, mache ich jetzt eine OP oder schiebe ich immer noch was? Nur irgendwann, das muss ich Ihnen leider auch sagen, ist der Akustiker nicht mehr gefragt. Ja, also geht nicht mehr dann. Ne? Und das hat man mir damals auch gesagt. Man hat also gesagt, es tut mir leid, Frau Zufall, also Ihnen kann ich nicht mehr helfen. Naja, dann musste ich halt was anderes machen. Und diese Menschen, die jetzt also zu uns kommen, sei es durchs Klinikum oder sei es durch irgendwelche anderen Inserate oder dass sie gehört haben von jemandem, ne? Die sind eigentlich auch unschlüssig. Sie sind einfach unschlüssig, was kommt anschließend. Ich meine, es ist richtig, wir müssen anschließend hören lernen, das stimmt. Und wir müssen auch eins üben. Es ist wirklich wahr, dass man echt üben muss. Was anderes bleibt einem gar nicht übrig. Und ich glaube, ich habe also jetzt in den ganzen Jahren ein sehr gutes Hörverständnis mit meinem CI. Auf der anderen Seite bin ich taub. Also bei mir gibt nichts mehr. Und dass ich überhaupt hier stehe und versuche, anderen Menschen auch zu helfen, das ist einfach auch die Überzeugung, man sollte wirklich lernen danach, also wollen wir so sagen, man sollte erstmal sich zu der OP entscheiden und dann sollte man also danach wirklich viel lernen. Und wir versuchen in der Selbsthilfegruppe das den Menschen auch zu vermitteln oder beziehungsweise manchmal auch ein bisschen Trost zu geben. Es gibt also Situationen, wo Menschen uns abends, sonntagsabends oder samstagsabends anrufen und sagen, Hilfe, ich komme nicht weiter. Ja, ja, wenn es irgendwie möglich ist, fahren wir hin und versuchen sie zur Beruhigung, bis Herr Dr. Rietz montags wieder im Dienst ist. Ja, ansonsten, mir macht es sehr großen Spaß und ich glaube meinem Mann auch. Wir wollen gerne so weitermachen. Ja, vielen Dank für Ihr Engagement, auch dass Sie noch am Sonntagabend da sind. Vielleicht können Sie noch mal Wort dazu sagen. Sie selber haben ja sehr positive Erfahrungen mit dem CI gemacht und Sie haben ja viele in der Selbsthilfegruppe, die auch mit Geräten versorgt sind, nehme ich mal an. Ne? Geht es denen auch so oder gibt es auch andere Fälle? Oder ist das meistens schon so, dass Sie alle zufrieden sind? Es gibt also eigentlich, der größte Teil ist zufrieden.
Ja, aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es nicht so klappt und wo vielleicht auch dieses Hörenlernen vielleicht auch nicht so intensiv betrieben wird. Das wage ich jetzt nicht zu sagen. Das ist also ganz unterschiedlich, aber man will einfach halt den Menschen helfen und wir wollen einfach sagen, kommen Sie zu uns, wenn Sie Fragen haben. Ja, wir sind immer für Sie da, telefonisch. Die ganzen Telefonnummern von uns liegen entweder bei KISS aus, im VHK, also Verband Hörgeschädigter, oder aber, das war es eigentlich. Ich denke mal, da kann man immer anrufen, ne? Gibt es ja auch im Internet, ne? Vielleicht jetzt noch mal so einen Eindruck, weil ich mir das nicht so richtig vorstellen kann. Wir haben eben die Schilderung gesehen, wie ungefähr so eine Operation abläuft. Wie haben Sie das selber empfunden? Wie war das schlimm? Wie schnell waren Sie wieder fit? Wie schnell waren Sie wieder zu Hause? Also zu der Zeit, als ich operiert wurde, wurde man, glaube ich, noch länger im Krankenhaus behalten. Ich bin in 2003 operiert worden und ich habe also 8 Tage in Hannover, dann bin ich entlassen worden, allerdings ohne Sprachprozessor und musste ungefähr 4 bis 6 Wochen dann taubprinzip zu Hause sein. Und anschließend, nach dem Sprachprozessor, weil ich den bekommen habe, da war ich noch mal 5 Tage im Krankenhaus, ne? Um jetzt das Hören zu lernen, das sind die Erstversorgung. Und dann darf man sich also 4 Wochen erholen bei der Kur. Da gehen wir doch alle gerne hin. Super, vielen Dank. Dann haben wir das auch noch mal aus erster Hand. Genau, hier gibt es eine weitere Frage. Die Frau Janssen hat so ein ganz langes Mikro. Ich habe seit 6 Jahren Hörgeräte. Mit 3 Programmen. Einmal laut, kann ich ringsrum hören. Einmal wird von hinten die Geräusche weggenommen, sodass ich dem gegenüberstehe, sehr gut verstehen kann. Und ein Programm kann ich einstellen für Musik, höre ich auch besser die Musik. Nun habe ich aber die große Schwierigkeit, wenn jemand schnell spricht, kann ich das nicht mehr aufnehmen. Vor allen Dingen auch noch undeutlich. Wenn ich den Menschen gegenüberstehe, einen gewissen Abstand, sprich ganz normal und nicht schnell, habe ich keine Schwierigkeiten. Ich kann auch ohne Hörgeräte mit meiner Frau sehr gut hören, weil sie zu mir spricht und hat auch eine Tonlage, die bei mir gut ankommt, wenn wir so sagen. Höhere Töne sind schwerer aufzunehmen. Jetzt hat mich mein Hörakustiker auch angeschrieben, dass die Technik weiter vorangegangen ist und ich mein Hörgerät vielleicht einem neueren anpassen könnte. Müsste ich denn vorher zu einem Ohrenarzt gehen, der mich nochmal berät oder mir da irgendwelche Tipps oder Hinweise gibt? Ist das besser oder gehe ich nur zum Hörakustiker, der zwar gut ist, ich schätze ihn so ein, und der auch auf einen persönlich sehr gut eingeht. Ich hoffe, deutlich gesprochen zu haben. Sie sind uns mit gutem Beispiel vorangegangen. Wieder ein Appell, den nehmen wir auf jeden Fall mit, dass man nicht nuscheln sollte und deutlich und die Leute angucken, ne, wenn man mit ihnen spricht. Das haben wir heute Abend auf jeden Fall uns hinter die Ohren geschrieben. Ja. Das kriegen wir in der Habitzer-Klinik auch mit, bei den hörgeschädigten Patienten tatsächlich der Fall. Also wir Normalhörigen reagieren auf sowas relativ schlecht. Und ich kenne sehr viele Schwerhörige, die dann offensiver damit umgehen und das ruhig sagen. Die sagen, gucken Sie mich doch an oder sprechen Sie mit mir etwas deutlicher. Also der Präsident der Deutschen Tinnitusliga zum Beispiel ist jemand, der schwerhörig ist, der hält hervorragende Vorträge und geht ganz offensiv damit um und sagt den Leuten, ihr müsst mich auch versuchen, anders zu verstehen. Das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, gebe ich Ihnen recht. Zur zweiten Frage ist, so eine Geschichte macht nur Sinn, wenn beide Seiten zusammenarbeiten. Nicht zu Unrecht hat der Gesetzgeber das so gemacht, dass die Verordnung vom HNO-Arzt kommt, die Anpassung durch den Hörgeräteakustiker und die Nachkontrolle durch den HNO-Arzt. Das macht absolut Sinn, sowas so zu machen, weil der Akustiker kennt sich mit den
Geräten tausendmal besser aus als der HNO-Arzt. Und der HNO-Arzt kann reingucken, kann sagen, okay, passen Sie auf, da entwickelt sich vielleicht irgendwas anderes, was der Akustiker ebenso gar nicht sehen kann. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich bin auch kein Freund von HNO-Praxen, gebe ich ehrlich zu, die dann Hörgeräte in ihrer Praxis anpassen. Es gibt diesen verkürzten Versorgungsweg, aber das ist nicht unbedingt der Gesetzgeber hat das so gemacht. Der Akustiker versteht von solchen Hörgeräten viel mehr als wir und dementsprechend gebe ich das gerne als Verantwortung auch ab. Also in unserem Falle Appell, bitte zum HNO-Arzt gehen, reingucken lassen, wenn der Ihnen eine Neuverordnung mitgibt, zum Akustiker gehen und anpassen lassen. Ja, wir haben hier eine weitere Frage. Ich trage seit 15 Jahren Hörgeräte und ich singe in einem Chor und da verstehe ich noch nicht mal 50%, was der Chorleiter sagt. Mir wird immer von links und von rechts die Taktzahl angesagt und ich werde auch gar nicht mehr angesprochen. Es ist ja immer Geräusche und wenn jemand in einer 2-Sekunden-Pause irgendwie einen Scherz erzählt oder in einer 3 Sekunden, dann schaffe ich das nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe weniger ein Hörproblem als ein Verarbeitungsproblem, so wie als wenn ich etwas in einer anderen Sprache hören würde und müsste es erstmal übersetzen. Und ich überlege auch schon, beim Tanzen ist es genauso, da ist immer Musik und da geht alles nur in Sekundenschnelle und da habe ich eine Verarbeitung. Während ich habe einen aussprachen hörenden Beruf und da verstehe ich alles, weil ich wahrscheinlich dann die Leute ansehen kann. Wenn sie dummes Zeug reden, verstehe ich überhaupt nichts. Ich kombiniere, ich lese von den Lippen und das habe ich so perfektioniert. Ja. Und noch etwas anderes, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Leuten, die deutlich sprechen und nicht deutlich sprechen, einen Riesenunterschied. Frauen sprechen in der Regel deutlicher als Männer und alle, die auf dem Podium sitzen, reden enorm deutlich. Das ist ein Riesenunterschied. Ich hatte gestern einen Freund zu Besuch, den verstehe ich fast überhaupt nicht. Ich hätte ihm ins Gesicht schlagen können, ich hätte so eine Wut, weil der nuschelt nur, macht die Zähne nicht auseinander und er will sich nicht dran gewöhnen und er ordnet mir das Problem alleine zu. Da ist es, glaube ich, wirklich auch immer gut, Sie haben es eben auch gesagt, offensiv damit umzugehen und zu sagen, guck mich an und ein bisschen langsamer. Ne? Man vergisst das ja manchmal auch. Ne? Also ich finde auch ganz gut, dass Sie das so gesagt haben, dem würde ich am liebsten mal hauen. Das gibt es im Übrigen bei sehr vielen schwerhörigen Patienten, dass die einfach auch eine gewisse Aggressivität haben. Gar nicht mal, weil die aggressiv sind, aber weil im Grunde genommen sie das nicht verstehen, das Gegenüber das nicht mitkriegt und wie gesagt, wahrscheinlich wir dann auch für ihre Verhältnisse viel zu schnell reden. Also da würde ich auch nochmal den Appell sagen, ruhig offensiv mit umgehen und sagen, hier halt, brems mal, ich höre schlecht, ich trage ein Hörgerät, mach's doch mal ein bisschen langsamer. Und was Sie natürlich versuchen können, ist, Sie können es ja auch mal mit dem Hörtraining versuchen. Also Sie haben offensichtlich ja auch eine zentrale Hörproblematik inzwischen entwickelt im Laufe der Jahre und man kann sehr gut versuchen, was man beim Cochlea-Implantat auch macht, eben mit einem Hörtraining gucken, dass man seine Hörsituation besser versteht und sich vielleicht im Raum auch besser positionieren kann, zum Beispiel. Also sind so kleine Tricks, die können Sie dann mal im Akustiker machen. Die Akustiker bieten Ihnen dann auch so ein Hörtraining an. Können Sie dazu noch mal was sagen? Braucht man dazu eine Verordnung oder wie geht das? Da meldet man sich an, das ist eine Dienstleistung, oder? Ob das eine Dienstleistung ist, das weiß ich jetzt nicht. Da will ich in dieses Fettnäpfchen will ich nicht reintreten. ich weiß, dass es die Akustiker in der Regel anbieten, ja. Okay. Ja. Es ist aber, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht in der normalen Hörgerätegeschichte mit drin. Also nach einem Hörgerät angepasst, wird es vom Akustiker automatisch gemacht, aber in Ihrem Fall über so viele Jahre kann es sein, dass Sie was selber zahlen müssen. Gut, aber das wäre ja auf jeden Fall auch eine gute Investition und auch ein wichtiger Hinweis, dass es das gibt. Das glaube ich nochmal. Ich kann vielleicht dazu nochmal was sagen. Das hat natürlich auch ein bisschen etwas damit zu tun, mit der sogenannten Diskrimination. Das ist so ähnlich wie mit den Augen. Viele werden das von Ihnen auch kennen. Im Alter nimmt die Fähigkeit ab, dass man in der tiefen Schärfe sehen kann. Das heißt, das Auge kann nicht mehr so gut vor- und zurückfahren und scharf stellen. Und so ähnlich ist das mit dem Gehör auch. Das kann einfach bestimmte
Dinge nicht mehr gut auseinanderhalten. Und damit hat auch ihr Verstehen etwas zu tun, wenn Nebengeräusche da sind, wenn mehrere Menschen in einem Gespräch reden, wenn sie mit jemandem gegenüber sitzen und der sie anguckt und sie und langsam redet, können sie das wunderbar verstehen, aber in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Aber auch da gilt, das muss man einfach nochmal untersuchen und da muss man gucken, ob man da nicht eine andere Lösung findet. Hörgerät nachstellen kann etwas sein, modernere Technik, das muss man sich einfach angucken. Kann man immer per se und über alle gleich nicht beantworten. Aber das ist das Typische auch für eine, in Anführungsstrichen, Altersschwierigkeit. Ne? Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Frage. Also ich möchte doch noch mal was zum CI sagen. Ich meine, dass das bei mir sehr gut hingehauen hat. Der Professor hatte mir 50% der Einsilber versprochen, dass ich nur 95 habe. Ist ja nun ganz gut. Und Sie haben eben länger gesprochen. Und ich meine, dass Sie nicht langsam gesprochen haben. Und ich verstehe ohne jede weitere Technik jedes Wort von Ihnen. Was will ich denn mehr? Ja, und wie gesagt, ich hatte vorhin gefragt mit den Patienten, die schlechter hören. Ich kenne den Dr. C. von der Baumrheinklinik früher, jetzt in Bad Nauheim. Der hat mal damals vor 10 Jahren gesagt, er kennt 800 CI-Patienten, aber nicht einen, der schlechter hört wie vorher. Na, dass das nicht ist wie die eigenen Ohren, darüber bin ich mir auch im Klaren. Ich komme auch an meine Grenzen. Sie haben das eben angedeutet, je mehr Leute sind und je mehr durcheinander gesprochen wird, komme ich auch an meine Grenzen. Aber ich wollte mich mit meiner Frau wieder unterhalten können. Und das klappt hundertprozentig. Super, das ist auch ein sehr schönes Stichwort und ein Schlusswort, finde ich. Also wenn man das erreicht, dann geht's ja gar nicht besser. Ich denke, wir haben heute Abend hier sehr viel gelernt, sehr viel an Erkenntnissen mitgenommen. Wir hatten ganz tolle Vertreter von Selbsthilfegruppen, muss ich sagen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie uns das auch mal so hautnah erzählt haben. Ganz großen Dank an dich, Roman, dass du gekommen bist heute Abend. Morgen musst du bestimmt wieder in die Schule, geht's heute ein bisschen später ins Bett. Ganz toll, dass du mit da warst und uns das erzählt hast, wie das ist mit den CIs. Jetzt haben wir das auch alle gelernt, jetzt fragen wir auch nicht mehr dumm, ganz bestimmt nicht. Ja, wenn Sie die Sendung nachverfolgen wollen, Frau Dr. Müller hat es schon gesagt, am Dienstag wird es ausgestrahlt im offenen Kanal ab 18.30 Uhr und dann jeden Dienstag um 18 Uhr. Im Internet können Sie es sogar schon angucken, ab dem Wochenende auf der Seite vom Gesundheitsamt Kassel unter anderem. Ja, dann wollte ich Ihnen noch einen Hinweis geben auf unsere nächste Veranstaltung. Nee, einen Hinweis noch, wenn Sie noch mehr wissen wollen über Ohren. Der Herr Schäfer hält am Donnerstag um 18 Uhr in der Habitswaldklinik einen Vortrag und bietet nochmal eine Reise ins Ohr an. Da war ich schon mal dabei, das ist sehr interessant, das habe ich mir auch schon angehört. Und dann wollte ich Ihnen noch einen Hinweis geben, Moment, auf unsere nächste Veranstaltung Gesundheit im Gespräch. Wir haben ja 6 Informationsabende im Jahr und das ist der nächste am Dienstag um dem 14. Juni. Da geht es um Erkrankungen der Blase und der Harnwege. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Vielen Dank, dass Sie den schönen Abend geopfert haben, in Anführungsstrichen, um dabei zu sein und zugehört haben. Vielen, vielen Dank an unsere Referenten. Ganz großes Dankeschön wieder an unsere Gebärdendolmetscherinnen, die wie immer einen tollen Job gemacht haben, alle Achtung. Und ja, wenn Sie noch persönliche Fragen haben, ich glaube, unsere Experten bleiben auch noch einen Moment für Sie da. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg, schönen Abend, bleiben Sie gesund. Wiedersehen.